So Leute, ein neuer Part von Pixel Heroes. Diesmal wollen wir zum Teufelsriff gehen. Passend dazu habe ich mir gerade hier zum Mittagessen einen Fisch in den Ofen geschoben. Mal sehen, ob wir am Riff auch ein paar Fische treffen werden. So, Abbild des Wahnsinns, hier kriegt man wieder ein Rätsel. Was zerbricht man, bevor man es benutzt? Ein Ei, den Kopf, den Hammer, das Glas. Ja, das ist das Ei. Richtig, wir empfehlen Rührei. So, ein paar XP bekommen, weiter geht's. So, im letzten Part haben wir auch den Dungeon ziemlich gut gemeistert, ne? Im ersten Part war es ein bisschen knapp. Hier haben wir eine sprechende Möhre, was will die? Das gleiche wie immer, wir lehnen mal ab. Hat sie Pech gehabt, wir essen die jetzt nicht auf. Letztes Mal hat sie uns ziemlich verarscht, wir mussten irgendwie kämpfen, haben wir keinen Bock drauf. Hier haben wir wieder so ein Himmelskind. Steht direkt neben einem kaputten Karren. Sie sieht aufgewühlt aus, aber ihr Gemüt scheint sich aufzuhellen, als sie eure Helden sieht. Einen guten Tag wünsche ich. Es muss ein Wink des Schicksals sein, dass wir uns unter diesen Umständen treffen. Ich wurde unlängst von Banditen überfallen. Sie haben meine Karre zerstört und mich meiner Sachen beraubt. Sogar mein Maultier haben sie gestohlen. Ich kann sie schon verfolgen, mir mein Zeug zurückholen, aber es braucht mehr als ein paar Hände, um den Karren zu reparieren. Würdet ihr so freundlich sein und mir dabei helfen? Helfen, angreifen, nach ihrem Zeug fragen, ablehnen. Na komm, wir helfen ihr. Eure Helden helfen bei der Reparatur der Karre. Eine Weile vergeht. Danke, er sieht fast aus wie neu. Ich werde ihn in den Büschen verstecken, während ich die Banditen jage, um mir mein Zeug und mein Maultier zurückzuholen. Ich bin euch sehr dankbar. Nehmt dies als Zeichen meines guten Willens. Ja, die Rüstung wollte ich haben. Perfekt. Zeige ich euch gleich im Dungeon, was die kann. Die hat nämlich hier Verteidigung gegen beide Arten. Das ist extrem selten, habe ich eigentlich bisher nicht gehabt. Weil die haben nämlich entweder immer nur physische oder magische Verteidigung, die Sachen. Ja, auch wieder nur physisch, nur magisch. Während die beides hat und hier noch eine Abwehr gegen Greifenelement. Deswegen kriegt das mal. Er hat eigentlich die schlechteste Rüstung hier. Da kriegt man eine ordentliche Rüstung. Ja, da braucht man aber ein bisschen Glück, dass man die kriegt. So, da fängt es gleich gut an mit einer Schatzkiste, die wir im letzten Part nicht gekriegt haben. Intelligenz haben wir diesmal hoffentlich genug mit 70%. Jawohl, auf Anhieb hat es geklappt. So, damit ist unser Inventar auch gleich schon ziemlich voll. Schmeißen wir mal den ganzen Schrott weg. Brauchen wir nicht. Auch nicht. Würde ich noch aufheben. Ah, die ist aber ordentlich schwach hier da oben. Dieser Seuchenzauber, das kann weg. Ich weiß, ich habe schon genug Platz, aber für später sorge ich mir vor. So, weiter geht's. Ha, gleich nochmal eine Truhe. Nachdem es im letzten Part echt blöd damit gelaufen ist, werden wir jetzt hier mit belohnt. Schon wieder Intelligenz. Und sogar diesmal sieht es noch besser aus. Ja. Super. Nö. Nö. Nee, der hat was Besseres. Der hat, glaube ich, 24 oder sowas. Ja. Die Mütze ist Schrott. Der Mantel ist Schrott. Ups. Gut, das soll es auch gewesen sein. Dann kommen jetzt endlich mal die ersten Gegner. Und da hätten wir auch schon Fisch hier. Lecker, lecker. Einmal Necronomicon drauf. Terrastab mal testen. Oh, ja. Aber hallo, den habe ich gleich nochmal drauf. So, komm, zeig mal hier. Priester John, was du kannst. Leider nicht beide auf einmal killen. Das hat mich jetzt echt gefreut. Aber den Typen schön gestunt. Ich teste mal kurz den Knüppel. Ah. Ja. Ist okay. Level up für den Elefant zur Belohnung. Schrottige Items für uns zur Belohnung. So. Necronomicon.
ganz einfaches Prinzip jetzt eigentlich immer. Wechseln wir zwischen dem Economicon und dem Terra-Stab hin und her. Also Teufelsriff finde ich echt, ist ein ziemlich, ziemlich einfacher Dungeon. Ich weiß jetzt nicht, woher der Feuerschaden hat. Naja, der hält es wenigstens aus als einziger, so, der hat genug HP. Er hat ja schon fast mehr als beide zusammen. Fast. Später wird er locker das Doppelte von beiden haben. Der Typ ist echt der beste Tank. So, kurz den Typen fertig machen. Unversehrt ist er noch, okay. Achso, ja, der stand ganz hinten. Der Terra-Stab erreicht ja nur die ersten beiden, ne? Zack. Achso, gegen den ist er auch noch stark. Mal sehen, was er gegen die 95 Schaden Axt hier sagt. Naja, die mag er nicht. Ich möchte auch mal den Eistornado kurz testen. Ja. Belassen wir es mal bei dem Test. Weg ist er. So, wieder Level Up für euch. Ja, der ist halt so ein guter Tank, weil er hier jedes Mal 5 für jeden Punkt, den man reinsteckt, hier 5 dazu bekommt und hier 4. Der bekommt halt leider nur 4 auf Intelligenz, das ist ein bisschen schade. Der Priester bekommt immerhin dann im Gegensatz dazu 5 auf Glaube. Das ist schön. Was haben wir hier? Leben und Stärke. Das könnte ich für dich für später aufheben. Habe ich ja schon ein bisschen angedeutet, dass wir das brauchen können. Das hier hingegen braucht man nicht. Und das auch nicht. Und jetzt geht's nach einer kurzen Heilung. Geht's weiter. Ich weiß nicht, ob wir 3 Schatzkisten finden können in einem Dungeon. Das hatte ich meines Wissens auch noch nicht. Also man findet immer mindestens eine und ich glaube höchstens 2. So weit sehe ich das mittlerweile. Wobei 2 Schatzkisten eigentlich auch schon ganz gut ist. Bei 8 Räumen ist es ja ein Viertel des Dungeons. Und wir räumen hier richtig auf mit den Gegnern. Der Priester und der Magier, die lassen sich da nichts gefallen. Fackeln nicht lange und der Terra-Stab. Ah, leider haut er nicht auf einmal kaputt. So, aber jetzt ist er weg. So, adios. Mit ein paar Items aussortieren. Ganz locker. Na, die Rüstung. Nee, hätte ich es nicht behalten wollen. So. Economicon. Ja, es ist jetzt halt ein bisschen nicht abwechslungsreich, aber es ist halt einfach auch ein sauleichter Dungeon, da kann man einfach die gleiche Strategie immer wieder fahren. Gerade durch den Terra-Stab ist das Ding hier mega einfach, weil er halt wirklich auf die ganzen Schwächen von den Gegnern abzielt. Deswegen werden wir mit dem Boss auch keine großen Probleme haben. Ich hoffe nur später, dass wir dann 2 einigermaßen gute Dungeons zur Auswahl haben für die letzten Quests. Es fehlen uns ja immerhin noch 3 bis zum letzten Dungeon. Gerade sowas wie der alte Vulkan, den möchte ich eigentlich nicht haben. Der ist dann doch ein bisschen... Das Problem ist halt bei dem Vulkan der Feuerschaden, dass die den alle verursachen können. Dann brauche ich Feuerimmunität. Ich muss aber jetzt schon so viele Items aufheben für später mit der Seuche. Also mit der Seuchenimmunität hier sowas. Dass mir der Platz im Inventar dafür zu schade ist. So, machen wir euch mal Platz. Necronomicon. Terra-Stab. Attacke. Können wir auch mal das Erdbeben eigentlich testen vom Krieger? Einfach mal so aus Interesse. So, Terra-Stab, dann dürften die beiden weg sein, genau. Und der Gelee-Würfel. Gegen was ist der schwach? Vielleicht gegen die Axt? Ja. Ich weiß nicht, ob der Terra-Stab so viel Schaden macht bei dem. Nee. Aber er hat betäubt. Immerhin, das muss man ihm zugute halten. Nochmal die Axt, dann dürfte er weg sein.
Nee, er hält schon mehr aus als gedacht. Wie war das mit den Immunitäten? Das ist stark gegen das. Das heißt, der Zauber dürfte nicht so arg gut sein. Dann gibt's halt das Necronomicon, das den auch tötet dann. So, was haben wir jetzt gefunden? Das da brauchen wir nicht. Ach, das brauchen wir auch nicht. Fertig. So. Ups, falscher Heiltrank ausgewählt. Den da wollte ich haben. Ich heile einfach mal alles. Jetzt kommt nämlich der Boss. Diese Riesenkrabbe da. Warum seid ihr hergekommen? Ist es reine Neugier oder seht ihr den Tod herbei? Der Ozean wird eure Kadaver fortspülen. So wie alles. Erstmal wird er dich fortspülen, mein Freund. Und dann legen wir dich auf den Grill. Dann gibt's lecker hier Krebs oder Krabbe oder... Krabbenkönig ist es, genau. So, magische Flamme. 109 Schaden hier. Terrastab. Den Typen dürften wir eigentlich in wenigen Runden weggeklatscht haben. Haben wir 98 Schaden. Dann nochmal der Magier. Dann lasse ich mal den Krieger ran, damit er die Verteidigung noch ein bisschen senkt hier mit Hammer Time. Genau, hat ja 100% für beide Arten. Dann kann der Terrastab noch ein bisschen mehr reinfetzen. 138 jetzt statt 77, das macht doch einiges aus. Und die magische Verteidigung ist jetzt auch gerade geschwächt, das heißt, das Necronomicon dürfte... Naja. Passablen Schaden machen zumindest. Terrastab nochmal, der Typ hält nicht mehr viel aus. Ne, nehmen wir weiter das Necronomicon. Ich bin gerade am überlegen, ob ich heilen soll. Nee. Ich heile mal nicht. Ah, da hat er seine Verteidigung erhöht. Das macht schon echt einiges aus. So, jetzt werde ich aber heilen bei der nächsten Gelegenheit. Ja. Einmal ein Wunder. Ne, halt Segnung. Wunder ist der andere Zauber. Bis der wieder dran ist, gibt es ein magisches Schwert für dich, Freundchen. Ja, komm. So langsam dürfte aber echt nichts mehr aushalten. So, jetzt nochmal das Wunder gezaubert. Schön, der ist wieder voll. Ich nehme nochmal Hammer Time, um die Verteidigung zu senken. Na, okay. Brauchen wir gar nicht mehr. Der Typ ist weg und kommt auf den Grill jetzt. So, dann gibt es für alle drei diesmal ein Level Up. Super. Ich skill wieder wie immer. So, mal ein bisschen ausmisten. Ja, wir kriegen jetzt hier halt dieses nutzlose Item, aber dafür war der Dungeon halt einfach, sehen wir es mal so. So, das ist nutzlos. Eigentlich alles ziemlich nutzlos, was wir hier gefunden haben. 106, was macht deins? 115. Na komm, tun wir es mal weg. So, dann geht es schon wieder auf den Heimweg. Das ging doch jetzt eigentlich ziemlich flott. Da haben wir hier so eine rote Gestalt, einen Kultisten. Ein merkwürdig aussehender Mann mit schlangenähnlichem Äußeren steht am Straßenrand. Hallöchen, habt ihr einen Moment Zeit, um über die alten Götter zu reden? Wir nennen uns die Zeugen Jehovas. Nein, die Töne des Morgengrauens und würden euch gerne diese kleine Broschüre mitgeben. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich würde die Zeugen Jehovas, beziehungsweise den Typen, der mir so vorkommt, nicht ins Haus lassen. Deswegen greifen wir einfach mal an. Einmal Necronomicon. Und damit sind die Gruselkriecher auch schon mal weg. Ah, nee. Jetzt hat er meinen Magier verwirrt. Aber der dürfte nicht viel wegstecken mit dem Terrastab. Nee. Ganz und gar nicht. Einmal noch die Axt drauf. Und weg ist er. So, er hat irgendwas gedroppt. Ich heb den mal auf für den Fall, dass ich die Wahl nicht habe mit dem Vulkan und so. Wie ich es euch ja eben erzählt habe. Jetzt mal gucken, was hier noch ist. Ein stelter Körper. Irgendwer hat einen menschlichen Körper in eine ziemlich okkult anmutende Vorrichtung genagelt. Wir exorzieren ihn. Eure Helden beginnen ein Gebet über Liebe und Gerechtigkeit. Der entstellte Körper scheint seinen Frieden gefunden zu haben.
ganz toll, ein bisschen XP bekommen, aber auf unserem Level, auf dem wir mittlerweile sind, macht es nicht mehr so viel aus. Oh, da hätten wir einen ziemlich starken Boss. Ich probiere den mal. Da wird der Part ein bisschen länger jetzt, aber ist egal. Die Helden sehen einen hässlichen Polypen in der Luft schweben. Diese Wesen streifen aus bisher unbekannten Gründen durch das Land. Bis jetzt haben sie kein Interesse daran gezeigt, mit anderen Wesen Kontakt aufzunehmen. Wir greifen ihn an. Der hält echt wirklich einiges aus, der Typ. Da muss ich auch vielleicht ein bisschen aufpassen, dass ich das überlebe. Ich heile mich nämlich gleich mal jetzt für den Anfang. Jetzt ist der Typ nämlich auch schon verseucht hier. Gleich mal gucken, dass ich die Gruseltriecher vernichte, dass ich nicht noch mehr Seuchen abbekomme. Also der Magier steckt zum Glück noch weg. Nicht der Magier, Entschuldigung, der Tank vorne, der Krieger. Na, jetzt hat er mich natürlich gestunt. Kurz mal Hammertime drauf. Ja, das war jetzt aber nicht so viel Schaden. Von dem Parasiten. So, Terrastab macht ordentlich Schaden, aber ihr seht, der hat jetzt ordentlich Schaden bekommen und ist immer noch bei unversehrt. Autsch. Kurz mal meine Betäubung lösen. So, jetzt aber mal langsam echt heilen. Ist ja gut, jetzt beruhig dich mal wieder. Magische Flamme. Der Typ ist immer noch unversehrt, ich glaub's nicht. Segnung für alle. Zwei Verwirrte. Och komm. Nee. Ich hab schon gedacht, ey, das hätte jetzt echt blöd ausgehen können, wenn die sich gegenseitig kaputt gehauen hätten. Jetzt ist er endlich mal verwundet. Und mein Magier ist wieder gestunt. Juhu. Jetzt setzen wir noch das Wunder ein. Das heilt 99. Können wir jetzt echt brauchen. So, Hammer Time. Bisschen Schwächen. Bitte, bitte haut euch nicht gegenseitig kaputt. Der heilt sich schon mal, das ist okay. In weiser Voraussicht, dass er geschlagen wird jetzt von dem anderen Verwirrten. Ich muss den Priester mal heilen, dass der mir nicht abkackt. Jetzt sind zwei gestunt, dann befreie ich aber lieber den Magier. Der haut ein bisschen mehr rein. Und dann wird, ne, der Elefant geheilt, der sich jetzt selber von der Betäubung befreit hat. Und nicht den Typen heilen. Idiot. So, wir segnen wieder. Das zieht sich echt ein bisschen hin mit dem. Der hält. Ich würde mich echt mal interessieren, wie viel der Typ jetzt aushält, so an HP. Weil, ja. Er ist jetzt erst bei verwundet. Hammer Time. Haut euch doch nicht selber kaputt. Dann muss ich nicht dauernd heilen. Dann kann der Magier auch mal mit dem Terrastab angreifen. So, deine Verteidigung gegen physisches unten, dann teste ich mal die Axt. Ja, jetzt ist er endlich dem Tode nah. Aber das heißt noch nichts, ich schätze, er hat locker noch 300, die er wegstecken kann. Terrastab, weil er gerade geschwächt ist gegen physisch. Mhm, 111. Nein, zwei Verwirrte. Okay. Jetzt hat er ganz schön auf den Sack gekriegt, mein Magier. Jetzt könnte das Ende sein. Och, bitte, ey. So, einmal heilen für alle. Nein. War das knapp. Wenn ich jetzt Pech habe, ist mein Magier gleich tot. Nee, ich habe Glück. Dann einmal schnell heilen, bitte, dass er das überlebt und die XP bekommt vor allem. Befrei dich. Ja, der Kampf echt. Ihr seht's ja, er zieht sich hin, weil der Typ einfach so viel aushält.
Und vor allem, weil er mich ständig stunt. Das müssen wir doch wieder heilen. Bringt nichts. So, jetzt kann der Magier aber wieder zuschlagen mit der magischen Flamme einmal. Immer noch nicht tot. Vielleicht hat er auch 500 HP für jedes, also für jeden Status. Es gibt ja unversehrt, verwundet und dem Tode nah. Vielleicht ist unversehrt 1500 HP, verwundet 1000 HP und dem Tode nah 500 und bis 0 HP halt. Das könnte ich mir vorstellen. So oder so hält der Typ viel zu viel aus. Es gibt auch ein Achievement für den, aber das habe ich schon bekommen. Und endlich ist er tot. So, wenn ich mich nicht täusche, kriegen wir jetzt auch ein schönes Item hier, die Tentakelpeitsche. Macht jetzt nicht so tollen Schaden. Kann aber zu 90% hier eine Seuche verursachen. Gerade am Anfang ist die ganz nett, oder wenn man halt auf Geschicklichkeit geskillt hat. Ja. Tentakel, Tentakel. So, hätte man den auch überstanden und die Quest damit abgeschlossen. Mal sehen, wie lang der Part jetzt geworden ist. Kurz noch die Belohnung anschauen. Ja. Nochmal einen Tick stärker als die Axt und verursacht hier physischen Verteidigungsschwund. So. Dann mache ich es wieder wie immer. Ich verkaufe alles. Schau mal, wo ich noch hin kann. Das können wir eigentlich noch zusammen machen. Na, wo sind die Leute, die Quests geben? Haben wir einmal den da. Mustachio. Beißende Wälder, vielleicht. Muss ich überlegen. Das ist nicht ganz ohne. Und der Goblin-Außenposten. Die haben viel Gift, wenn ich mich nicht täusche. Ja, komm, ich gehe zum Goblin-Außenposten. Gut, dann werden wir am nächsten Part hingehen. Mit wieder leerem Inventar und vielleicht ein paar neuen Zaubern und Waffen. Und dann wünsche ich euch bis dahin eine gute Zeit, Leute. Macht's gut.